Hallo zusammen, schönen Gruß aus Venedig, beziehungsweise von gegenüber, hinter mir ist Venedig. Und heute geht's Kurztest Panasonic Lumix LX100. Habe ich neu, habe ich jetzt eine gute Woche. Ich habe sie letzte Woche beim Workshop, Landschaftsfotografie-Workshop schon im Einsatz gehabt, so für so Making-of, Behind-the-Scenes. Und jetzt 4 Tage hier in Venedig für ein paar Filme erstellt, Timelapses gemacht und so weiter. Und möchte gerne sagen, warum habe ich es mir gekauft, was finde ich toll, wo habe ich Kritik, um dir ein bisschen eine Kaufentscheidung zu geben. Wichtiger Punkt ist vielleicht ein bisschen nicht vergessen, sie ist schon ein bisschen älter, sie hat halt ein paar Sachen nicht, die man heutzutage selbstverständlich erwartet, wie zum Beispiel ein Touchscreen. Sie hat auch kein klappbares Display, das wäre halt schon noch sehr praktisch. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sehen, was da passiert. Dafür hat sie aber ein paar andere Vorteile offensichtlich, sonst hätte ich sie ja nicht gekauft. Ich gehe mal ein bisschen auf die Highlights ein. Was ich jetzt sehe, ist der Graufilter, der mich anguckt. Zwar habe ich einen Graufilter raufgeschraubt, ein 64-fach von Haider. Dadurch, dass es ein relativ kleines Objektiv ist, sind die nicht so furchtbar teuer. Und es ist jetzt mittags, 11:45, ich stehe in Italien in der Mittagssonne, deswegen die Sonnenbrille, und ich muss gleich den Hut wieder aufsetzen. Und deswegen brauche ich einen 64-fach Filter. Heute Morgen habe ich einen ND8 Filter drauf gehabt, heute Nacht habe ich gar keinen Filter drauf gehabt, also ich kann Schraubgewinde drauf. Ich kann auch eine Sonnenblende raufschrauben, was nicht selbstverständlich ist bei einer Kompaktkamera, was jetzt natürlich einiges bringt, weil die Kamera steht in der Sonne. Dann filmen 4K. Ich filme in 4K mit 1/50 und 25p. Und das heißt, die Kamera im Gegensatz zu Sonys wird nicht heiß, weil sie steht hier in der italienischen Mittagssonne und wir filmen jetzt schon das dritte Mal und bislang hat sie sich noch nicht gemeldet, dass sie zu heiß wird. Habe ich bislang auch noch nicht einmal gehabt. Vielleicht so ein Seitenhieb am Rande. Was mir sehr gefallen hat an der Kamera ist, dass ich sehr viel manuell einstellen kann. Also ich habe ein Drehrad oben drauf für die Belichtungszeit, ich habe ein Drehrad vorne dran für die Blende, ich habe ein sehr lichtstarkes Objektiv, 1,7 im Weitwinkelbereich, 2,8 im Telebereich, 24 bis 70 mm. Also genau das, was ich zum Filmen haben will. Man sieht ja jetzt auch, ich kann ein bisschen den Hintergrund freistellen, ich bin auf Blende 2,8. Und kauf das mal mit einer großen Kamera, so ein Objektiv. Ja, dann bist du sofort bei 3.000 Euro mit der Kamera. Und hier bezahle ich 500 Euro für, weil sie gebraucht oder zumindest irgendwo reduziert zu haben ist. Nachteil wiederum ist, ich kann nicht ISO-Automatik beim Filmen machen. Das wäre schon noch sehr praktisch, weil ich beim Filmen halt zum Beispiel jetzt hier in Venedig bin ich viel mit dem Gimbal durch die Gassen gegangen und dann bin ich in einer dunklen Gasse und komme ich auf einen hellen Platz und irgendwas muss dann automatisch passieren, weil ich kann da dann nicht schnell reagieren, wenn ich auf dem Gimbal bin. Und das geht leider nicht. Und es gehört sich eigentlich nicht, die Verschlusszeit hoch und runter zu fahren wie wild. Und es gehört sich eigentlich auch nicht, die Blende von 1,7 auf 11 zu wechseln. So irgendwie. Das sieht dann auch komisch aus. Das ist ein riesen Nachteil generell bei Panasonic. Ein weiterer Nachteil generell bei Panasonic, das habe ich bei der G70 so, das hatte ich bei der GH5 auch so. Beim Filmen, der Autofokus ist ein bisschen mäßig. Ich kann zwar schnell fokussieren, aber er sucht dann immer mal wieder. Das ist ja auch ein bisschen das, was jetzt im Moment so durch die Fotopresse geht. Hat die GH5 da nun einen Bug oder nicht? Für mich ist das das normale Verhalten, was die LX100 hat, was die G70 hat und die GH5 halt auch hat. Das heißt, ich filme fast ausschließlich manuell. Auch das Tracking funktioniert nicht gut. Also mit dem Gimbal wollte ich zum Beispiel Christina wiederholt verfolgen, quasi ein bisschen um sie rumgehen und so. Und sie dann halt tracken mit dem Autofokus und das ging, also das geht einfach nicht. Das habe ich also aufgegeben, ich fokussiere manuell und bleibe dann halt mit dem Fokus, weil ich kann nicht nachfokussieren. Weil ich das Display nicht klappen kann, auch das ist ein Problem, wenn ich mit dem Gimbal rumlaufe, dann sehe ich halt nicht gut, was da passiert. Schon gar nicht, wenn jetzt auch noch die Sonne blendet. Das sind so die kleinen Praxisnachteile. Dafür passt sie in die Jackentasche und das war für mich der entscheidende Punkt. Beziehungsweise ich habe so eine Mini-Hüfttasche dran, sodass sie da immer griffbereit ist. Weil mir nützt so eine Kamera nur dann was, wenn sie immer griffbereit ist, weil ich will viele kleine, spontane Sachen machen. Ich bin jetzt hier den ganzen Tag unterwegs. Ich bin 6:00 aus dem Haus und ich bin kurz frühstücken irgendwo und dann laufe ich den ganzen Tag hier rum. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Und wenn ich dann noch einen Rucksack absetzen muss, Kamera rauskram, mache ich irgendwann nicht mehr. Und dann entgehen mir viele kleine Szenen, die nachher aber so ein bisschen so den Pep ausmachen. Nicht immer, aber manchmal. Bildstabilisator. Ich habe einen Bildstabilisator, der ist nicht vergleichbar mit der GH5, auf gar keinen Fall. Der ist halt wirklich sehr, sehr gut. Der hier ist so okayisch, besser als gar nichts. 70 mm wird es ein bisschen grenzwertig, aber im weitwinkligeren Bereich kann man da sehr gut mitarbeiten. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Red Bull ich oder Cappuccino ich schon Instas habe. Ich habe jetzt sehr viel bewegt damit gefilmt. Das heißt, Rolling Shutter finde ich ist völlig unter Kontrolle. Also nicht so, dass es auffällig irgendwie stört oder sowas. Auch das ist ja wieder das Problem. Ich habe ja die Sony A6300, ich konnte damit filmen. Ja, halt nicht ideal für viel Bewegung. So, letzter Punkt.
Timelapses. Ich habe sie mir auch deswegen gekauft, oder auch deswegen eine Panasonic, weil das können die alle sehr gut, wegen der Timelapse-Funktionalität. Ich habe die G70 ja schon und das ist hier also auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ich kann in RAW schießen, wenn ich möchte, und habe nachher einen fertigen Film in der Kamera schon, der meistens so ist, dass der, also die Timelapse, die ich hier zeige, die sind alle in der Kamera generiert, ohne Nachbearbeitung. Aber ich habe die RAW-Dateien oder die JPEGs, je nachdem, was ich möchte, sodass ich von Hand nochmal nachbearbeiten könnte, wenn ich denn unbedingt muss. Sie kann 4K-Film erzeugen, sodass ich nachher auch noch ein bisschen beschneiden kann oder so. Und es klappt auch mit so Tag zu Nacht oder Nacht zu Tag, was ja vielfach irgendwie als kaum machbar gilt. Die Panasonics können das für meine Ansprüche ausreichend gut in der Kamera bereits, ohne dass ich nacharbeiten muss. Und das ist für mich halt unheimlich wichtig, weil du bezahlst mich ja nicht für dieses Video. Und Panasonic bezahlt mich übrigens auch nicht. Die Kamera habe ich auch selbst bezahlt. Also ich kriege nichts dafür so richtig. Die 10 Euro Werbung bringen mich nicht weiter. Das heißt, wenn ich da noch 2 Stunden sitze am Timelapse, und ich habe jetzt viele Timelapses, da würde ich 2 Tage dran sitzen, die von Hand zu machen. Und so sage ich, generieren oder generiert die, und die sind okay. Für das, was ich mache. Immer Frage, welche Ansprüche hat man. Dann letzter Punkt, sie hat keinen Mikrofoneingang, deswegen habe ich das Mikrofon in der Hand. Das ist jetzt keine Riesensache. Ich habe aber immerhin einen Blitzschuh drauf, weniger zum Blitzen. Ich könnte eine Lampe drauf machen. Vor allem könnte ich aber auch ein Mikrofon draufsetzen und dann halt mit dem Rekorder dran, sodass ich zumindest Sound und Kamera direkt beisammen hätte. Die Kamera ist lautlos, wenn ich das möchte, sodass ich also den Sound gut verwenden könnte. Besser ist aber immer, gerade wenn so viel Hintergrundlärm ist, ist natürlich immer besser, das Mikrofon möglichst nah an mir dran zu haben. Deswegen nutze ich das im Moment nicht. Aber ich könnte zumindest ein Mikrofon dran machen irgendwie, sodass ich das halt eben kompakter habe. Weil es ist ja immer die Frage, einhändig und so weiter. Das war's. Ich glaube, man hört ein bisschen raus und man sieht es ja auch, vor allem wenn du mir auf Facebook folgst, die letzten 2 Wochen gab es ja einen ganzen Raufen Filme schon mit der Lumix, weil ich da einfach Freude dran habe, weil es recht gut funktioniert, wenn man sich ein bisschen um die kleinen Macken rumgekämpft hat. Funktioniert das sehr, sehr gut damit, macht Spaß damit, die Filme sehen gut aus und ich kann mit einer Hosentaschenkamera oder Jackentaschenkamera freistellen, was ja irgendwie auch immer schön ist. Wobei hier in Venedig ist es ja fast ein Verbrechen, dass ich das nicht klarer zeige und hier nicht mit Blende 16 filme. Ich hoffe, das war nützlich und hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.